Beim heutigen Vlog seht ihr, wie wir die Sickelgrube ausgeleert haben. Aber leider ist... Und noch viel mehr, das muss ich jetzt gleich mal dazu sagen. Aber leider ist uns ein Fehler aufgetreten und es sind mehrere Videos gelöscht. Deshalb gibt es ein Beispiel, wie ich mit Chili mal gesprungen bin. Leider nur ein Bild und ein kurzes Video, glaube ich. Und deshalb ist auch dieses Video jetzt ein bisschen kürzer. Aber ja, seht einfach selbst. Wir nutzen einen regenfreien Tag, um endlich unseren Sickerschacht zu leeren. Zuerst Schläuche zusammenstecken. Dann wird der Schlauch ausgelegt. Natürlich muss man ihn auch an der Pumpe befestigen. Und dann kann es schon losgehen. Die Pumpe wird versenkt und noch mit einer Schnur gesichert. Einstecken und warten, bis es rinnt. Wir legen den Schlauch dann immer ein Stückchen weiter, damit ein größerer Teil der Wiese gedüngt wird. Wichtig ist auch immer in einem Kalender zu notieren, wo man gedüngt hat, weil die Pferde sollen dann ca. 6 Wochen lang nicht drauf fressen. Zum Schluss säubern wir die Pumpe noch mit Wasser. Danach stecken wir die Schläuche wieder auseinander und rollen sie einzeln ein. Die Pumpe lassen wir dann auch noch ein paar Tage im Freien trocknen, bevor wir sie wieder verräumen. Da bin ich dann wieder mal gesprungen und da es an dem Tag eigentlich relativ regnerisch war und ich nicht gewusst habe, ob es wieder so regnen anfängt, habe ich eben nur ein Hindernis, ein kleines, aufgestellt. Hier habe ich mir Kattis Kappzaum wieder mal ausgeborgt, da es ziemlich gut damit klappt. Und dann sind wir gleich mal eine Runde gegangen und es hat dann auch gedonnert, weil dann noch ein Wetter gekommen ist. Aber sie waren ziemlich brav, also hat es gar nichts gegeben. Hast du die mal Kopf auf mich hauen? Ist da mal nicht. Schwarz, das ist überall ganz schwarz. Oh, da hat es gerade blitzt, Alter. Geh, schau, blitz nur mal. Dann halt nicht. Aber sie sind eigentlich noch ganz ruhig, also. Warte, da gehen wir mal schnell zurüber. Ich hab nämlich gerade Auto. Na, erfüllt. Sofort blitzt von Donnern. Selbstverständlich, logischerweise. Ja, Boden. Was ist ein Boden? Achso. Ja, das kann man zusammenstecken. Ich weiß nicht. Das ist ungefähr.
So, Wetter. Ganz schier. Ui, 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 jetzt sieht mein Bett gar nicht mehr. Da von drüben kommt es auch, da kommt es gerade überall. Ja, das ist gerade wieder einmal vorgelaufen, damit Gypsy ein bisschen mehr Bewegung hat. Ich bin dann mit Gypsy nachgegangen. Ja, da hinten sieht man jetzt schon, dass es dort ziemlich regnet. Und da haben uns die anderen beiden uns schon sehnsüchtig erwartet wieder. Weil man hat dann auch, wenn wir in Bolivia gegangen sind, hat man dann schon gesehen, wie sie da gestanden sind und geschaut haben, wo Chili und Gypsy sind. Da sind wir, glaube ich, nur mit den Sattelpads geritten. War so eine entspannte Schrittrunde, also war ganz gemütlich. Celine! Celine! Wait! Der Chili traut sich nicht mehr weiter. Na, no, auf einmal kannst du die Anführung da hin. Sag einmal. Hallo, da ist ein Stromkastel. Du kannst doch nicht einfach mit mir da drei rein. Rest dich mal zusammen, Robi Galaxis. Wir gehen da halt Schritt, also nicht galoppieren, gell? Ja, so ist fein. Begrüßungswehren, bitte. Mir ist gut. Oh. Ja, Hornmond.
Schön machst du das. Muss ich schon sagen. Ja, hier war eine große grüne Heuschrecke, die wir da einfach geben wollten, da wir eigentlich Angst jetzt nicht direkt, aber großen Respekt vor so Tiere haben. Was? Deshalb wollten wir sie einfach hier weggeben, also dass wir in Ruhe dort zum Strom und so kommen. Ja, du musst auf die Herden da aufgehauen, dass du. Keiner traut sich mehr zu mir. Das schlägt vorne, kommt daneben. Die springt voll, weil ich springt voll, 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 ich springt Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, trotz dass es ziemlich kurz geworden ist, da es uns eben Videos gelöscht hat. Lasst uns gerne ein Like und ein Abo da und falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt uns die gerne in die Kommentare. Wir werden sie euch alle beantworten.